Herzlich willkommen zu dem langweiligsten Vlog, den ihr auf diesem Kanal bisher gesehen habt. Wir zeigen euch unseren Alltag. Jürgen und ich sind nämlich alleine im Büro aktuell. Ich habe die Sprachnachricht abgehört und nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden von der Sprachnachricht. Wer war das? Geht ihn an. Wir beide sind auf jeden Fall alleine im Büro. Und haben hier den Laden übernommen, weil Hannes und Corby sind noch nicht wieder am Start. Und wir zeigen euch einfach mal, was wir den ganzen lieben langen Tag so machen. Unter anderem wurde Julian gerade diese neue Frisur verpasst. Bei uns im Büro übrigens. Das zeige ich jetzt. Ja, stimmt. Ey. Leute, ich zeige euch jetzt was. Können wir mal dieses Getüdelein rausmachen oder was? Können wir mal dann. Ja. Ich muss euch das einfach mal zeigen, weil ich das selber auch so cool finde. Und das ist auch noch eine Sache, die auch jetzt noch zur Entscheidung ansteht. Alex und ich haben gerade spontan entschlossen, dass wir einfach mal draufhalten, was jeden Tag hier so passiert. Das heißt, es gibt keinen Daily Vlog, aber es gibt immer mal so Vlogs, was einfach hier passiert. Vielleicht könnt ihr dann entscheiden, ob ihr so ein Format lustig, unterhaltsam findet oder ob ihr sagt, nee, voll blöd, wir wollen immer ein spezifisches Thema haben. Wenn ihr ein Thema haben wollt, auch das könnt ihr immer gerne unten reinschreiben. Wir machen einfach alles. Auf diesem Kanal machen wir alles, was ihr wollt. Für Klicks machen wir alles. Das kann ich euch nur noch sagen. Hier auf diesem Brief, ich habe extra schwarz schon gemacht, vorhin, weil ich es dann noch mal im Livestream zeigen möchte. Hier steht Absender, Discord-Sizzler. Hier ist unsere Adresse drauf. Und in diesem Paket ist etwas drin. Und es ist kein Witz, wir haben von unserer Discord-Community, wenn ihr das nicht kennt, guckt euch auf jeden Fall mal den Discord-Server an. Discord ist ja wie so ein Forum, da kann man sich halt anmelden und dann kann man daran teilnehmen und sich austauschen. Und diese Community hat gesagt, für den Livestream heute stellen wir nicht nur die Zutaten zusammen, die Alex dann verbrutzeln muss. Mhm. Und wir beide müssen heute noch chaotischerweise einen Livestream zusammen machen. Mhm. Sondern darüber hinaus stellen wir auch noch Dinge für den Stream zusammen und die haben das hier gemacht. Guckt euch das bitte mal an. Das ist so geil. Hier ist eine Anleitung. Ich lese jetzt nicht drin vor, was das alles bedeutet, weil es sind sozusagen Joker für den Stream. Und die haben original hier richtige Briefe gemacht. Mit irgendwelchen, krass, mit einer Hilfe aus der Community steht hier, theoretische Tipps und Tricks. Und die werde ich nachher quasi öffnen und dann immer Alex geben und dann muss er da was mitmachen im Stream. Und ich weiß nicht, was hier drin steht. Keiner von uns weiß, was drin steht. Ja. Das ist also so geil. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, also ich war bis, habe ich zu Jürgen auch schon gesagt, als die Kamera noch nicht lief. Ich war bis heute Morgen eigentlich relativ tiefenentspannt, obwohl dort Freestyle gegrillt werden soll. Aber als ich dann gesehen habe, dass wir diese Briefe bekommen haben, da muss ich sagen, seitdem bin ich ein bisschen nervös, weil dort wohl auch Fragen gestellt werden und ich habe ehrlicherweise folgende Angst, dass dort eine Frage dabei ist, die eigentlich total easy ist, ich aber so aufgeregt bin, dass ich sie einfach nicht zusammenkriege. Und wenn das passiert, dadurch, dass es live ist, ja, ich hoffe einfach mal, dass das nicht dabei sein wird, aber seitdem bin ich aufgeregt. Das hier ist jetzt nochmal eine Sache aus dem Leben quasi, und zwar hat die Discord-Community, von der ich vorhin sprach, macht eine Spendenaktion für bedürftige Kinder. Das Projekt, ich zeig's noch nicht, heißt Arche, also die Arche, Mittagstisch für bedürftige Kinder, das ist das Projekt. Und es geht einfach darum, wie bei jeder Geschichte, wo es irgendwie um Hilfsprojekte geht, dass man eben Geld sammelt, also sprich Spenden annimmt. Und diese Spenden werden dann der Arche zugeführt und entsprechend werden die Kinder zu Weihnachten was zu essen haben. Und ich finde das ganz geil, weil bei dem Projekt ist halt auch so, dass man richtig Portionen kauft und man ganz genau weiß, dafür kann man so und so viele Kinder versorgen. Und das Ziel, was sich die Community gesetzt hat, waren 1000 Euro einzunehmen über diese Aktion innerhalb dieses Servers, ja, also innerhalb der Community. Und damit haben wir nichts zu tun erstmal. Und was ist passiert? Der Spendenlink ging live innerhalb des Servers und auch ein bisschen bei Instagram. Und mittlerweile, ich kann es ja mal zeigen, also das, was ihr jetzt hier seht, haben wir nicht gemacht. Das hat die Community, wie gesagt, gemacht. Discord-Sizzler, Griller mit Herz. Da konnte man spenden und bereits sind wir bei 2190 Euro, die eingegangen sind. Crazy, Mann. Es sind 11 Seiten Spenden schon dabei und es sind teilweise sind da große Spenden dabei. Es sind welche mit 5 Euro, mit 2 Euro, mit 50 Cent, völlig egal. Worauf ich hinaus will ist, diese Aktionen unterstützen wir selbstverständlich, sonst würde ich darüber jetzt gerade nicht reden. Ich finde das nämlich als Projekt total geil. Wir werden da auch in unserem Stream am 5.12. nochmal drauf eingehen. Könnt ihr euch auch schon mal markieren. Da werden wir nämlich einen großen Livestream machen, wo wir Rippchen machen über mehrere Stunden. Das ist ein Samstag, da können alle kostenfrei daran teilnehmen. Auch da werden wir nochmal ein bisschen was über die Spenden sprechen. Und an der Stelle sei gesagt, der Link ist unten. Wenn ihr Bock drauf habt, da euch einzuklinken, macht das gerne. Wir werden das Spendenziel mit Sicherheit überschreiten. Ist aber auch egal, weil ich glaube, es ist echt eine geile Aktion und ich hoffe, dass wir damit allen was Gutes tun können, dass wir quasi mit Reichweite noch was beisteuern können,
Das wäre mega. So, es ist mittlerweile Mittag bei uns angesagt und ich möchte ganz kurz einmal zeigen. Schaut euch das mal an. Hier, frisch von der Fleischerei Scheller. Alter, Digga, das ist... Das ist eine Kantine hier. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe mich heute falsch entschieden. Ich habe hier ein Brötchen. Ja, weg das halt. Ich muss sagen, ich bin hier generell ein Haxen-Fan, aber das hier, ey, das ist so ein Bollermann, der hier liegt. Krass, ey. Richtig gut. Wenn ihr mal in der Nähe seid, müsst ihr mal vorbeigucken. Das kann man auf jeden Fall machen. Mittagstisch, man kann hier Mittagstisch to go sich ziehen. Also man fährt vorbei. Ich sag mal so 50 bis 100 Kilometer Anreise, gar kein Problem. Vorbeifahren, mitnehmen, warm und dann kalt zu Hause essen, je nachdem, wie lange man halt fährt. So, und ich schmier jetzt hier ein schönes Brötchen. Das sieht echt gut aus. Oh. Ey, ich will das gar nicht sehen. Film du das, Alter. Machen wir jetzt hier eine schöne Stulle. Aber auch hier immerhin Laugen-Ecke, ja? Das ist ja wohl auch hier Daumen hoch. Selbstverständlich nehme ich zum Brötchen schneiden unser Grill Cut Eat Repeat Messer, weil es ist, ich habe es nur mal in Erfahrung gebracht, tatsächlich nicht verboten mit diesen Messern auch andere Dinge zu schneiden, die nicht auf dem Grill lagen. Deswegen schneide ich damit jetzt mein Brötchen. Wer diese Messer haben möchte, sie sind leider ausverkauft. Versucht's gar nicht, ihr braucht gar nicht auf den Link klicken, den ich unten reingesetzt habe, es ist eh nicht da. So, wir essen jetzt erstmal eine Runde. Guten Hunger. Ich soll vloggen, hat er gesagt. Also, wir haben es, damit er mal so immer eine... Oh, diese Uhr. Wir haben es, 15.54 Uhr. Das heißt also, wir bauen jetzt relativ spät sogar für einen Livestream auf. Oder mal so mit, wenn wir das... I'm a Scatman. Damit ihr es besser einschätzen könnt, normalerweise bauen wir so gegen 15 Uhr auf, wenn der Stream um 18 Uhr losgeht. Heute sind wir ein bisschen später dran, wir mussten noch ein paar Sachen drinnen klären. Und das Studio hat sich auch mittlerweile ein bisschen wieder verändert. Hier sieht es jetzt ein bisschen trostloser aus. Das liegt einfach daran, dass wir die Tomaten da hinten alle entfernt haben. Da drüben sind auch die Chilis so weit weg. Und jetzt bauen wir hier ein bisschen Technik auf. Da kommt der Onkel. In erster Linie haben wir ein Riesenproblem. Wieso? Ich persönlich habe noch nie von Softwareseite aus diesen Stream eingestellt. Wie oft hast du es schon gemacht? Zero! Also ich weiß auch nicht, wie man den einstellt. Das ist das nächste Problem. Also wir haben jetzt die Aufgabe, Technik aufbauen. Dann haben wir die Aufgabe, Zutaten rauszuholen. Der Vorteil ist diesmal, dadurch, dass die Community, sprich ihr, die Vorgaben gemacht habt, müssen wir nichts vorher schnibbeln oder so, weil wir eh nicht wissen, was kommt. Also ich räume gleich die ganzen Zutaten raus und danach müssen wir uns mit Hannes connecten und der muss uns erklären, wie wir den Stream technisch aufsetzen, damit das Ganze funktioniert. Ich kann euch sagen, mal eben so auf den Schalter drücken, das funktioniert nur, wenn du mit dem Handy streamst, ansonsten ist die Sache nicht so einfach. Knapp 35 Minuten später und es werde Licht. Wir haben Licht im Studio. Spannend wird es erst gleich, wenn Hannes uns versucht, übers Telefon zu erklären, wie wir überhaupt den Stream starten können. Ich finde es schade. Ich finde schade, dass Alexander der Meinung ist, er muss beim Abbauen immer noch lange drum trödeln. Weil ich muss sagen, ich muss nach Hause. Ich möchte auf mein Sofa. Aber ja, ich will euch mal lieber nicht zeigen, was hier noch so liegt. Es ist ein sehr geiler Stream gewesen am Ende des Tages. Auch wenn ich mich teilweise etwas überfordert gefühlt habe. Ich möchte auch gar nicht zu viel dazu verraten, weil morgen kommt schon die Stream-Zusammenfassung, die Stream-Highlights. Und ich, an der Stelle würde ich euch bitten, die vielleicht einfach mal auszulassen, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier jetzt gerade aufnehmen, noch nicht weiß, wie sie aussehen werden. Fakt ist, mir wurden Zutaten vor die Nase gelegt und ich musste einfach spontan daraus etwas basteln. Und ich kann an der Stelle schon verraten, es hat auf jeden Fall nicht alles gut funktioniert. Und ob überhaupt was geschmeckt hat, das, ja, das seht ihr dann morgen. Nein, es hat tatsächlich Gott sei Dank auch was geschmeckt. Aber es sind ein, zwei Sachen verbesserungswürdig gewesen. Wir haben jetzt noch einiges hier zum Abbauen. Hier sind die ganzen Lichter hier. Sind alles, was man so braucht. Wir bauen das jetzt jedenfalls ab und dann gucken wir mal auf die Uhr nochmal, wie spät es ist. Es ist vollbracht. Wir haben gerade alles, was wir vorhin mühsam aufgebaut haben, wieder abgebaut. Genau 22 Uhr. So, genau 22 Uhr. Wir sind seit heute Morgen um 8 hier. Ja. Julian ist gerade noch im Discord. Die Discord-Community hat ja auch viel Anteil daran, was heute passiert ist. Und morgen, wie gesagt, kommt das Stream-Highlight online und wir beide machen jetzt Feierabend. So sieht's aus. Genau. Danke fürs Zusehen, abonnieren, Daumen nach oben geben und vor allen Dingen kommentieren, ob euch dieses Vlog-Format gefällt. Das interessiert mich persönlich am allermeisten. Wenn ja, dann haben wir immer ganz schön was zu tun. Und wenn nein, dann... Genau. Und wenn ihr ein Überraschungspaket gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach...